The question is, where do we stay with Ayurveda, the status quo, and what are future perspectives, positive perspectives for all of us to move forwards in Ayurveda? And this is also a possibility to introduce you to our audience as teachers and professors. Those are, at least some of you, new in this symposium. So, my first question goes to you, Professor Taluja Nesali. Professor Nesali, you're head and master of the Tilak Ayurveda College, principal of the Ayurveda College in Pune, and leader of the department of Ramivuna. And you're doing research in the field of Ayurvedic medicine as well. What is the current situation of Ayurveda in India today? I mean, it's, I know it's a big subject, but to introduce, to come to the to warm up, the status quo Ayurveda in India. Please, could you give us some, you know, aspects that can that come in your mind? Yeah, that's where we are in India now. Okay, really interested. Oh, sorry, I have to do this in German. Ja, aber die Antwort nicht gut. Ganz kurz, Professor Nesali ist Rektor der Tilak-Universität, Ayurveda Universität in Pune. Sie ist Leiterin der Paramahansa College und unternimmt auch selbst verschiedene Forschungsprojekte. Ich habe Sie gefragt, wo steht Ayurveda in Indien? Thank you, Dr. Martin Selma. Dear friends, and the colleagues and experts, I welcome you in this symposium. And as rightly pointed out by Mark Rosenberg, the first the status in India for Ayurveda is most, it is licensed and regularized in medical system in India. Like Ayurveda graduate can practice Ayurvedic medicine in India. Like a conventional medical system in Europe and in Germany, Ayurvedic physician is licensed to practice. It is accepted as a medical, authentic medical system, indigenous system of India. Zunächst einmal herzlich willkommen, auch im Namen von Taluja Nesali, bei diesem Symposium. Und sie sagt, wie ist die aktuelle Situation von Ayurveda in Indien? Es ist so, dass man in Indien eben lizenziert, akkreditiert Ayurveda-Medizin studieren kann und dann ganz selbstverständlich auch in der Lage ist, nach seinem Abschluss Ayurveda-Medizin zu praktizieren. Und es steht gleichwertig neben der Schulmedizin. Also rechtlich, organisatorisch, wenn ich Ayurveda-Medizin studiert habe, kann ich damit ganz selbstverständlich arbeiten in Indien. India, there is a regular course, private 4.5 years course, that is a graduate course, and postgraduate in MD and MS, and postdoctoral course for Ayurveda. Also es gibt reguläre universitäre Studiengänge, 4.5 Jahre Graduate und dann Postgraduate und dann auch PhD, also Doktortitel. There are 260 Ayurveda Medical Schools, which are regulated by Department of Ayush, a regulatory body. And all those medical schools, Ayurveda Medical Schools, are affiliated to various universities in different regions, eastern, western, northern, northern and southern part of India. Und es gibt ein Department, das nennt sich Ayush, das ist dafür zuständig, rechtlich einfach alles da im Blick zu halten, was universitäres Arbeiten angeht, Ayurveda-Medizin. Und es gibt 4 Bereiche in Indien, das sind 4 Bereiche organisiert, Westen, Osten, Norden, Süden, wo dann diese Universitäten dem Ayush unterstehen. Is conducted throughout the India, and the assessment and evaluation is also determined, and it is very well evaluated by the central apex body. Es gibt ein Curriculum für Ayurveda-Medizin und das gilt in Indien indienweit. Also überall an allen Universitäten gibt es ein einheitliches Curriculum, was gelernt werden muss, auch wie die Prüfungen ablaufen, was abgefragt wird. Das ist alles in Indien komplett einheitlich reguliert. So the quality of education and the
research is maintained and it is day by day standardized by the Central of Excellence. Also es gibt halt zentrale Organe, die dafür zuständig sind, das Ganze zu standardisieren und auch auf dem aktuellsten Stand der Wissenschaft zu halten. I belong to a college. I'm heading the institution which is affiliated to the Health University in Maharashtra state. Is it? All the health related courses are covered under one umbrella. That is Western medicine, dental, Ayurveda, homeopathy and other pharmacy related courses are run under the one umbrella of university, that is Maharashtra University of Health Sciences. Und sie freut sich ganz besonders, dass sie an einer Universität arbeitet, wo alle Gesundheitswissenschaften zusammenkommen, also verschiedene Gesundheitssysteme unter einem Schirm sozusagen gemeinsam unterrichtet werden. Die Ayurveda-Medizin, Homöopathie, Schulmedizin und verschiedene Dinge, die alle da in der Maharashtra-Universität gemeinsam eben unterrichtet werden. So the quality of education is weighed as the Western Medical Sciences and Ayurveda. So the quality is maintained the same. Und natürlich das Qualitätsmanagement gilt ja dann auch für alle Seiten gleich. Das bedeutet, die Ayurveda-Medizin steht dann absolut gleichwertig neben der Schulmedizin, der konventionellen. The various research projects are that we have a culture of integrative medicine and we find out the strength of each medical system and try to bridge the gap with the other system. And the integrative research projects are now conducted. All my Western medical friends, they are taking the research projects on Ayurvedic medicine. And all our Ayurveda dissertations for postgraduate level, they are assessed by Western medical accepted parameters. Und es gibt halt eine sehr lange Tradition, in Indien auch einfach integrativ zu arbeiten, verschiedene Medizinsysteme gemeinsam zu nutzen, wenn es darum geht, jemanden zu heilen. Das heißt, ein Ayurveda-Mediziner verweist dann auch mal auf den Schulmediziner und umgekehrt. Und an dieser Universität ist es so, dass die Schulmediziner zum Beispiel dann einfach auch Forschung betreiben im Bereich Ayurveda-Medizin oder die Ayurveda-Medizin-Studenten oder Dissertationen zum Beispiel, wenn es um Doktortitel geht und die arbeiten, die werden dann teilweise auch nach schulmedizinischen wissenschaftlichen Standards bearbeitet und auch von solchen Wissenschaftlern dann betreut. Research was conducted, research design and protocol was conducted based on the Western medical system like randomized double-blind controlled clinical trial, and that was a gold standard. But now Indian government is supporting to conduct a whole system research wherein the diet, lifestyle, spiritual practices and Ayurvedic treatment all together will be assessed on scientific tools. That's a whole system. Vor ein paar Jahren war es noch so, dass halt der Goldstandard in der Wissenschaft und in der medizinischen Forschung die randomisierten Doppelblindstudien waren. Und das war das, wonach sich alles ausgerichtet hat, was in der Ayurveda-Medizin natürlich sehr schwierig ist. Und die indische Regierung unterstützt es inzwischen schon seit einigen Jahren, dass man versucht, aus dem System heraus, systemimmanent mit der Ganzheitlichkeit, die es hat, was auch Ernährung oder Spiritualität und so weiter angeht, Konzepte und Methoden zu entwickeln, wie auch das auf einer wissenschaftlichen Basis fundiert untersucht werden kann und aber ganzheitlich bleibt. Ja, vielen Dank. Das schließt an eine Frage. Wir möchten ja bekannterweise eng mit dem Mutterland des Ayurveda zusammenarbeiten und haben selbst etwa andere Standards. Wir haben ein anderes Umfeld und wir haben teilweise auch beschränkte Möglichkeiten der Integration. Wir können nicht alle intensiv wirkenden ayurvedischen Heilmittel hier so einfach einführen und anwenden. Also was ist Ihrer Meinung nach wichtig für die Zusammenarbeit in den nächsten 2 Jahren? In welchen Bereichen ist es erstrebenswert, dass westliche Ärzte und indische Ärzte enger zusammenarbeiten? Professor Nesri, we would like to work, that's our natural, we would like to work closely with the mother country of Ayurveda together. And yes, but the standards here, they're a little different. And we have only few possibilities of integration, not few, but there are limited possibilities of integration. Not all the very strong products, for instance, are available here as such. There are many fields where we
do work successfully, as you heard. From your perspective, what are the core elements of collaboration that you would think are important, you know, between Western doctors and Indian Ayurvedic doctors to come forward in the for Ayurveda and Indian Ayurvedic science? Oh, I would, that's a very good question. I would like to answer in the basic thing. I will just take a moment to highlight the basic theme of Ayurveda. That is, one is a prevention, that is a promotion and prevention of promotion of health, prevention of diseases, and the second is therapeutic. Wir müssen da erstmal unterscheiden. Es gibt ja verschiedene Bereiche, verschiedene Kompartimente. Das eine ist die Prävention und auf der anderen Seite eben die Heilung von Erkrankungen. In promotion of health and prevention of diseases, this is the strength of Ayurveda as a preventive medicine. In India, it is very easy that because this has been imbibed in Ayurveda, like Indian lifestyle. Ayurvedic lifestyle, Ayurveda diet, Ayurveda spiritual practices, and the mental health that has been imbibed in the Indian system. Even the cooking diet, if we tell patient not to take this. In Indien ist es sehr einfach mit der Prävention. Ayurveda hat ja eine sehr, sehr starke Tradition, was die Prävention angeht. Und in Indien sind einfach viele Prinzipien des Ayurveda schon in den Alltag integriert. Also wie man kocht, die Spiritualität und so weiter. Wenn also ein Arzt einem Patienten eine Empfehlung gibt, vermeide dies oder tausche das gegen das aus, dann wissen die, wovon er spricht. Das ist einfach ganz klar und ganz logisch. In Indien ist es sehr einfach. Here, what we find is this healthy diet, lifestyle, spiritual practices needs to be oriented. The people needs to be motivated as per Ayurvedic principles of dietetics. Lifestyle needs to be taught here. That's what we feel, and we welcome to take these modules and courses as a wellness, as a lifestyle, as Ayurveda diet, and spiritual practices, meditation and yoga first as a preventive medicine. Und hier ist es so, dass diese Dinge erstmal gelernt werden müssen. Also es ist eben nicht Teil unseres Alltags und unseres Lebens. Und deshalb ist es wichtig, dass es Kurse gibt, Workshops, Seminare, wo man diese Dinge erstmal lernen kann und auch lernen muss. Es ist die Voraussetzung dafür, damit wir halt mit der Ayurveda als Präventionsmedizin vernünftig arbeiten können. E-Learning Module, Theory can be taught here, but the practicals, internship can be done in various institutions in India, and some e-learning modules can be definitely shared. That can be the way. Und eine Möglichkeit wäre, dass man einfach sagt, die Theorie kann hier zum Beispiel an so einer Akademie sehr gut gelernt werden. Die Praxis könnte in Kliniken und in Krankenhäusern in Indien einfach gelernt werden. Und es gibt vielleicht auch die Möglichkeit über E-Learning, Distance Learning, dass man auf anderen Ebenen noch oder auf anderen Wegen das Wissen vermittelt bekommt. Und das ist ja dann der erste Teil gewesen mit der Prävention. Der zweite Teil ist eben tatsächlich die Ayurveda als Medizin. Und da haben wir ja die große Stärke der Ayurveda, dass sie eben ganzheitlich den Patienten behandelt, sowohl den Lifestyle als auch die spirituelle Ebene zum Beispiel mit einbezieht. Then QOL, quality of life scale, can be developed to assess all these aspects. Und eine ganz besondere Stärke ist natürlich die Diagnose in der Ayurveda-Medizin. Und das wäre halt etwas, was auch gelernt werden muss und was man dann praktizieren kann. Und die Frage von Marc war jetzt, ob man das integrieren kann, ob man schulmedizinische Formen der Diagnosetechniken eben mit Ayurveda zusammenbringen kann. Und sie sagt, dass es halt auch zusammengehört, dass man es zusammenbringt,
dass man die eine Seite nicht vernachlässigt, sondern dass beide Seiten zusammenkommen. Und der Ansatz im Ayurveda, was Gesundheit angeht, Swastha, als eben Gesundheit auf einer körperlichen Ebene, auf einer mentalen Ebene, auf einer spirituellen Ebene, das gehört halt einfach alles zusammen und das wird in der Diagnose natürlich dann auch schon mit einbezogen. Evaluated on scientific parameters and the effectiveness versus efficacy could be evaluated based on the accepted tools, and this could be the effort combined with Ayurvedic physicians and modern Western medicine. Und der dritte Punkt ist natürlich die besonderen Behandlungstechniken wie Panchakarma oder die bestimmten Pflanzenpräparate, die wir haben, die Ayurveda auszeichnen, wo es natürlich auch wissenschaftlicher Forschung bedarf, um das Ganze eben auf einen soliden Untergrund zu stellen und einfach da eben auch in der Zusammenarbeit zu sein, um die Effektivität von Ayurveda zu beweisen und dann auch entsprechend hier nutzen zu können. Und wir laden alle Wissenschaftler natürlich gerne ein, auch nach Indien beizutragen in dieser Forschung, in diesem gemeinsamen Arbeiten. Thanks a lot. And these are important points. And you see from the reaction that we are really ready for this kind of collaboration. And it's good that you are there to open your doors. And you know, let's move forward. Thank you very much. And Professor Kumar, Sie arbeiten als Leiter der Abteilung für ayurvedische Kinderheilkunde am National Institute für Ayurveda, einem staatlichen Exzellenzzentrum für Ayurveda. Und darüber hinaus halten Sie auch ein Master in Psychologie. Und Sie haben einen Weg gefunden, wie man die Expertise des Ayurvedas verbindet mit klassischen auch psychologischen Ansätzen. Und Sie haben ein Tool entwickelt, das helfen soll oder kann, einfach, dass Mitarbeiter gut ausgewählt werden können. Dass Personalberater eine Technik in die Hand bekommen, wie sie Mitarbeiter gut auswählen nach dem nach dem Prinzip der Typologie des Ayurveda. My question comes a little later. And Professor Kumar, you are head of a department for Ayurvedic pediatrics, and that in the National Institute of Ayurveda in Jaipur, which is a center of excellence for Ayurveda in India. And additionally, you are holding a master's in psychology. So what I understood is that you found a way to integrate the expertise, the Ayurvedic expertise, with your knowledge in psychology, and you have created a tool that helps to choose the right employees using the typology of Ayurveda through the concept of doshas. So my question is that, wie wird diese Idee in Ihnen überhaupt akzeptiert und aufgenommen? Das ist ja etwas sehr Modernes, wenn man sich überlegt, dass Ayurveda doch ein sehr traditionelles System ist. My question is, how is this idea getting accepted in India? Because Ayurveda is a very traditional, you know, medicine. So you're coming up with these new ideas. How is it accepted? Thank you, Mark. And thank you all. I think beginning is somewhat very much exciting with new ideas. And as you know that I'm dealing with children through Ayurveda. That's why I always think about the nations, because we know that the future of children or future of nation, that depends on children. While I was sitting, I was just observing the gathering, and Mark very rightly said that I'm also involved with the mind-body profiling techniques. And this, because the idea is new, first I want to say that Ayurveda is not a simply system of medicine. It is a science of life. And whatever aspect you think about life, you will find the traces in Ayurveda. And it is we, the people who are involved in Ayurveda, in a study, in research,
to get those seeds, provide them fertile land so that they will come up and can help the masses and the public. Professor Kumar arbeitet in verschiedenen Bereichen, einmal halt die Kinderheilkunde, wo er auch sagt, das ist halt ein ganz wichtiger Punkt, weil es ja da um unsere zukünftigen Generationen geht. Also einfach den Nachwuchs zu fördern und gesund und ganzheitlich aufwachsen zu lassen, dass es in Zukunft für uns alle einfach auch gut weitergeht. Und die andere Seite ist dieses Body-Mind-Profiling, was er macht, wo er einfach sagt, diese Typologien können verwendet werden, damit wir einfach sinnvoll miteinander arbeiten können. Und Ayurveda, die Wissenschaft vom Leben, beinhaltet ja wirklich alles. Es ist wie Samen, die man in den alten Texten findet und die man heute auf neuen Boden, auf neuen Nährboden setzen kann, die wachsen können, aus denen etwas Neues dann entstehen kann. Sorry, Vin, because I have some wrong sentence, no problem. But I know that your Vata is ready to perceive the things instantly, and you are able to recall the things, so I was very, very much comfortable. Thank you. Okay. So the next very important issue which Mark raised, that these new ideas, where the people they are accepting, of course, for this special technique, in India, we are having the topmost management institutes, Indian institutes of management, and we are having some collaborative work, especially on this area, and we are helping managers, because you know that the old world is converting into business hub. So how you can do best in your business, whatever your business is. So if you just go through Ayurveda, you adopt Ayurveda, you just think about Ayurveda, you will be successful. Und er arbeitet mit verschiedenen großen Institutionen in Indien zusammen. Viele Institutionen, die sich mit Management-Seminaren und so etwas auseinandersetzen. Es gibt eine gute Zusammenarbeit dort. Und die Feststellung ist, dass wenn man mit Ayurveda arbeitet, schon alleine sich mit Ayurveda auseinanderzusetzen, diesem Lebensstil zu folgen und so weiter, dazu beiträgt, dass man erfolgreich sein wird oder erfolgreich ist. Regarding the concepts of psychology, Ayurveda is having wonderful scope for psychology, and for last, I think, 2 days, Dr. Ram Manohar, he is telling to the students about this concept. You know that practically I have applied this concept for care of mental health of children. So we are very successfully, we are dealing with the problem of ADHD, learning disability, autism, academic stress, memory-related disorder. So very well it can be, it fits with the present scenario to help the people and the students and of course the kids. Tatsächlich ist es so, dass diese Typologien und diese Anwendung von diesem Mind-Body-Profiling nicht nur auf Manager angewendet wird von ihm, sondern auch auf Kinder. Und es ist so, dass diese Typologien, wenn er mit den Kindern dann arbeitet, tatsächlich sehr hilfreich sind, um herauszufinden, wie man den Kindern optimal helfen kann. Wenn es um Lernschwächen geht, Konzentrationsschwächen, wenn sie Erinnerungslücken haben, ADHS und all diese Geschichten, da ist es sehr hilfreich, eben diese Typologie zu nutzen und entsprechend dieser Typologie mit den Kindern zu arbeiten. Ganz interessant, ganz spannendes Thema. Schließt sich für mich die Frage an, welche Rolle muss Psychologie denn überhaupt im Bereich Ayurveda einnehmen? Und ist das eine Novität, dass man sich so auf Psychologie jetzt auch im Bereich Ayurveda konzentriert, oder war das schon immer so und war es eher vergessen? My question goes that it's very interesting what you're doing, this concept, to integrate psychological elements and aspects within therapy. Well, when I look on the classical